Wir proben das einfach mal am Hand des ersten Refrains, ob das vielleicht so direkt mit Schwarmintelligenz funktioniert. Und dann kann man's wieder von den Bergen rufen hören. Ja, hier vorne war einer sehr gut, also gut, sehr motiviert, aber zu früh. Ne? Das war schade. Aber wir machen es einfach nochmal. Ja? Aber sonst war gut, sonst hat es mir gut gefallen. Auch so ein tiefer Bass, sehr schön. Ne? Und dann kann man es wieder von den Bergen rufen hören. Ja, so, also gut, ja, war gut. Ne? Das Schöne ist, das kommt jetzt ungefähr 34 Mal im nächsten Lied. Könnt ihr euch immer noch situativ steigern. Ne? Wir machen einfach mal. Björn, mach das nicht. Björn, nein, vorsichtig. Björn, ich sehe schon, Björn, lass sein. Björn, pass auf. Nein. Schlimm als der Björn, das geht gar nicht. Gebt ihm was aus Glas und es zerbricht. Gebt ihm nen Ballon, der platzt. Nichts, was er nicht sofort verpatzt. Und dann kann man's wieder von den Bergen rufen hören. Oh, Björn. Gut. Weg vom Wasserkocher, für Björn keinen Tee. Glühbirne wechseln, scheiß Idee. Und ehe man sich versieht, geht es ganz schnell. Er leuchtet wie ein Glühwürmchen so hell. Was man ihm auch sagt, er will halt einfach auch nicht hören. Wie viele Handys hat Björn schon verloren? Wie oft entflammten seine Ohren? Wie oft lag der Björn schon am Boden? Stieß er sich recht ungünstig am Hoden? Björn kann einen immer stets aufs Neue sehr verstören. Wenn Björn sagt, er schlägt heute bei dir auf, meint das leider wörtlich, darum kauf Decken und Matratzen, ja und dann ruf vorsorglich den Rettungsdienst an. Die werden sich kaum wundern, du wirst durch den Hörer hören. Wie es eben kommt und wie es geschieht, ist das hier gleich auch mal Björns Abschiedslied. Alle Warnungen verfehlten ihren Zweck. Er flexte sich die Halsschlagader weg. Jetzt kann man's bisweilen aus dem Himmel stöhnen hören. Großartig, vielen Dank.